Eyjafjallajökull. Das ist ein Vulkan, hast wirklich deppert. Das muss ich mal aufschreiben. Ui, der Hosenstall ist offen, den kann ich auflassen, sieht man eh nicht. Ne? Eyjafjalla. Meine Damen und Herren, wir Österreicher haben unfreiwilligerweise den größten Joint der Welt gebaut und gleichzeitig auch geraucht. Die Drogen sind in den Vulkan Ejakulatl eingefallen und die Rauchwolke verbreitet sich über Europa und hat die Wirkung, dass jeder das sagt, was er sich denkt und überhaupt keine Hemmungen. Ja, wir sitzen hier in 4000 Meter Höhe und ich habe jetzt vor zu inhalieren, aber bei mir wird das keine Wirkung haben, weil ich habe immer schon zuerst gesprochen und dann gedacht. Wie ist es bei dir, Hansi? Merkst du schon etwas? Ja, grüß dich, Dagmar. Ja, ich merke schon was und ich glaube, ich muss mir jetzt gleich dir gegenüber outen, Dagmar. Outen. Wir haben es immer gewusst in unserer Damenrunde, dass du kein richtiger Mann bist mit deinen Haaren. Ja, du, Dagmar, ich weiß nicht, was du meinst, aber ich muss mich outen. Ich bin eigentlich der Bigfoot. Ich bin auf dem ganzen Körper behaart, muss mir jeden Morgen 4 Stunden rasieren. Heute habe ich mir ausnahmsweise die Füße auslassen, nicht? Braucht man ja nicht, wenn man daheim ist. Schön. Ah, darf durchatmen da in Kalifornien. Ein hoher Besuch ist da bei uns zu Gast, die deutsche Kanzlerin Angela Merkel. Und ich bin so scharf, dass ich sie fragen möchte, dank der Vulkanwolke, ob sie mit mir schlafen möchte. Frau Merkel, was sagen Sie dazu, wenn ich so scharf bin? Also, Herr Schwarzenegger, jetzt machen Sie mal einen Punkt. Wir sind hier in Kalifornien, viele tausend Kilometer entfernt von der Wolke. Das heißt, Sie können ja nicht unter dem Einfluss der Drogen stehen. Und ich habe trotzdem keine Mühe, Ihnen zu sagen, ich stehe nicht auf Muskeltypen wie Sie. Gucken Sie mal meinen Mann den Sauer an, ist auch eine Bohnenstange. Also behalten Sie das lieber für sich. Auf der stehe ich ganz besonders, wenn ich ein bisschen abgelehnt werde und die Frau nach oben muss. Wir gehen da einig, gell? Alle draußen bleiben. Also ich kann nur sagen, bei mir steht der Süd, der Sonnenüberdruck so hoch. Gell? Also, wie schaut's aus? So, Herr Landeshauptmann, ich sage danke, dass du nicht gegen mich kandidiert hast, sonst hätte ich verloren. Ich bin auch froh, dass ich nicht gegen dich antreten habe. Und jetzt dein innerer Drang ist, dass ich jetzt aufhöre mit dem Konsens. Sie wird jetzt die ganzen Lügengeschichten bei den Rechten, aber die werde ich abstellen, aber ich weiß nicht wie. Ja, du musst mit härterer Hand vorgehen. Ja, da, was glaubst du, wie ich meinen Neffen abgerichtet habe? Ich sag dir einen Trick. Einen Lügendetektor könnte ich heute nicht austricksen, ich sag's vorher raus. Nö? Ja. Moment. Und? So, wie geht's weiter? Ja, da werden wir hinter verschlossener Tür rennen. Ich weiß jetzt, wie ich mit ihnen umgehe. Ja, da schau her, der Bud Spencer. So, jetzt gibt's was vor die Sommerrinde. Oh!